Arschloch. Okay, wunderbar. Nun ist er tot. Macht er noch schön Bumm? Ja, aber ohne jemand mitzunehmen, dummerweise. Ah, Frau! Du sollst mich nicht anfassen. Ich stehe nicht auf so komische Frauen. Bums. Bums, bums. Und Doppelkniesprung. Okay, wir haben schon 80.000. Diese Runde läuft echt um einiges besser als... Arschloch-Gegner. Arschloch-Gegner. Als die letzte. No, was ist denn jetzt kaputt? Nee, 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 nee. Nee, 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 geh da doch runter, Mann, geh da doch endlich runter, du Zumpen-Zumpe. Heilige Scheiße. Drecksgegner, dreckige Dödel-Mistgegner, runter mit euch, alle Mann. Ich kann nicht umsonst 300 Schuss in dieser Waffe. Ein dreckter Kack hier. So, das musste mal gesagt werden. Josh, nerv nicht. Nix 30 seconds. Ich habe noch gar nicht alles Mögliche an Zeit mitgenommen. Also nerv mich nicht, Josh. Ein bisschen Heilung wäre nicht schlecht. Da drinnen war ich noch gar nicht. Ich hab doch Heilung. So, jetzt kann ich wieder schneller laufen. Die Zeit habe ich noch gar nicht. Ich glaube, ich sollte sie auch mal so langsam mitnehmen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Bums! Ah, oh, sogar 60er. Wunderbar. Ja, ich habe immer noch Kraft. Lass nicht so dämlich. Ich glaube, ich soll auch mal einen Gegner töten. Dich zum Beispiel. Und mal wieder ein bisschen Munition einsammeln. Von dir zum Beispiel. Am ne Matikana, ja, am ne Matikana. Dance. Eine Zeit brauche ich noch. Und ja, ich habe keine Munition mehr. Ich kann so auch nachgucken, wie ich will. Das wird sich so schnell wahrscheinlich auch nicht ändern. Beinzange. Zahnschalter. So. Oh, die liegt da. Warum auch immer die da liegt. Aber lass sie mal liegen. Vielleicht wächst sie ja irgendwann fest. Bombs. Nein, ich habe noch immer nichts. So ein Gammelei habe ich. Gammelei, Flieg und Sieg. Okay. Nehmen wir mal die letzte Zeit. Danach nehmen wir den Bonus mit. Aber ich habe noch für die Waffe Munition. Oh, der Bonus, der lohnt sich sogar richtig. Gegners. Junge Frau. Und noch ein anderer. Und da hinten ist noch einer, den ich normalerweise nicht mehr getroffen habe. Bums. Hallo? Bums. Und Bums. Hat hier irgendjemand Munition liegen lassen? Irgendeiner von euch? Ja, hier liegt genau das, was ich eigentlich nicht unbedingt haben wollte. Ich wollte ein bisschen mehr Melee-Attacken machen, aber das hat sich wohl auch erledigt. Ich hab gar nichts mehr. Lol. Mir fehlt bei diesen Charakteren so ein bisschen die normale Waffe. Über TMP und sowas. Ich vermisse meine ganz normale, dumme, einfache Pistole. Und ein bisschen Maschinengewehrmunition. Das vermisse ich auch. Ich habe gar nichts mehr. Ist ja schön, dass ihr alle brennt. Ist ja nett von euch. Eieieiei. Ich glaube, ich soll aus der Ecke hier rausgehen. Ja, ich sollte mit Abstand aus der Ecke hier rausgehen. Zweimal fast gestorben. Dance. So. Gut. Ach, Josh, nerv nicht. Ich bin noch gerade am Töten. Beinzange. Ich habe wieder ein bisschen was für die Waffe. Super. Okay, ich habe gerade ganz... Oh, heilige Scheiße. Hätte mir das Ding in die Fresse gezogen, ich wäre tot gewesen. Ah! Ah! In irgendeine Ecke gehen. Ah! Sterbt alle! Na, oh, oh, und...
Ich hab genug gesehen. Alter. Okay. Wie viele Gegner? 132, okay. Heilige Scheiße. Okay, das am Ende, das war nicht gesund. Heilige Scheiße. Ich bin durchgekommen. Ich weiß nicht genau, wie ich durchgekommen bin. Aber ich bin durchgekommen. Wunderbare Sache. Ja, damit hätten wir jetzt auch in der Versammlung mit Kampfanzug Jill einen Doppel-S-Rang. Die Runde lief um einiges besser als die Runde mit Trevor eben. Aber naja, halt, so ist das dann halt. Ich muss doch eben nachgucken, wie viel Platz noch meine Festplatte ist. Deswegen würde ich sagen, ja, Moment Leute, und bis gleich. Ich habe noch Platz für rund 2 Runden, also 20 Minuten. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal ganz schnell auf Schiffsdeck mit Stars Chris. Hatten wir den da schon? Ne, Safari Chris hatten wir und Albert. So. Ja, der Chopper, der amüsiert mich immer wieder. Gucken wir, was wir mit unserem Stars Chris ausrichten können. Was wir mittlerweile mit Wesker Stars ausrichten können, wissen wir ja. Aber ich glaube, da kann Chris Stars nicht ganz so mithalten. Wahrscheinlich doch, er kann es. Ich habe ja schon mal gesehen, wie er von gewissen Leuten gespielt wird. Aber zumindest, wenn ich ihn spiele, kann er da nicht mithalten. Genickbrecher. Okay, das ist schon das erste Mistviech. Aber das Schöne ist ja, wir haben Folgendes. Oh, geh doch weg. Okay, das wäre die erste Runde gewesen. Warten wir, bis er gleich wieder aufsteht und die zweite Runde ansetzt. Oh, geh doch weg. Zap! Nicht tot? Doch tot. Okay, müsste gleich wieder aufstehen. Aus dem Weg, aus dem Weg. Bums! Das hat sich doch mal gelohnt. Wiedersehen. Zerdumsch. Okay, gehen wir erstmal hoch. Mittlerweile finde ich das Schiffdeck gar nicht mehr so übel böse. Ich glaube, ich habe es in der letzten Aufnahme gesagt, aber ich habe es ein bisschen geübt. Und mittlerweile finde ich es ist ganz okay. Die Gegner sind zwar immer noch übel nervig, aber es geht. Es gibt Schlimmeres. Ja, momentan aus Gefängnis mit normaler Shepard, das ist noch schlimmer. Yeah, wunderbar. Wo gehen wir mal als nächstes hin? Ich würde sagen, holen wir uns als erstes mal die dicke Zeit da drüben, wo der Granatenwerfer ist. Gut, der dürfte da jetzt ja eigentlich nicht liegen, oder? Moment mal, könnte ich theoretisch 2 Granatenwerfer mitnehmen? Okay, er liegt da doch. Ich will es nur mal eben austesten. Könnte ich theoretisch voll... Ach so, okay, nee, kann ich nicht. Ich kann zwar noch was tragen, aber keinen zweiten Granatenwerfer. Ja gut, würde an sich auch keinen Sinn machen. Wobei ja gut, doch, man müsste da nicht die Granaten wechseln. Das würde schon Sinn machen. Aber es würde unnötig Platz wegnehmen. Demnach wäre das wohl keine so tolle Idee. Bums! Ach, da hinter mir ist ein Düdel-Gegner. Auf den wollte ich eigentlich schießen. Naja, gestorben ist er trotzdem. Tot? Tod an Ungläubigen. Bist du ungläubig? Du bist kopflos. Das ist viel schlimmer, glaube ich. Er reißt wieder die Kanalisation raus. Er hat halt ganz andere Probleme. Was machst du da oben? Die Tür ist schon offen, Kumpel. Brä. Hat sich ausgebrätet. Gut, warum will ich immer hier hin? Hier ist doch gar nichts. Keine Zeit und nichts. Nichts ist hier. Bums. So. Alles klar, holen wir uns erstes Mal die Zeit da oben. Ich glaube, ich höre neue Kettensägen-Typen. Die lachenden Sackgesichter sind wieder da. Ich habe 2 Erste-Hilfe-Sprays. Ich habe 2? Wo habe ich denn das zweite her? Hat der Chris standardmäßig eins? Nee, hat er nicht, oder? Ach, die sind hier oben. Ja, wisst ihr was? Hier können wir da oben bleiben. Ich hätte gerne Raketenwerfer, dafür muss ich aber irgendwas gleich mal eben loswerden. Ja gut, was willst du mit 2? Ganz im Ernst. Er ist auf der 1. Gute Sache, sehr gute Sache. Aber wie schon beim letzten Mal gesagt, dieses ewige Hin- und Hergekletter und diese langen Wege, bis man bei seiner nächsten Zeit ist, das finde ich persönlich ziemlich nervig. Das müsste nicht sein. Gut, es wird hier durch viel Zeit ausgeglichen, die man mitnehmen kann, aber hier seine Kombo zu halten, ich glaube, das ist
Das ist übel, das ist böse, das ist doof und schick nach Kohl, also nee. Na Kumpel! Raketendüdel-Gegner! Okay, so weit entfernt sind sie gar nicht. Moment mal, ich bin doch doof. Ich bin doch doof. Ich brauche erstmal einen Platz, wo alles ziemlich offen ist. Das ist hier, glaube ich. Ja, das dürfte reichen. Dann nehmen wir unseren Raketenwerfer, nehmen hier den Bonus und warten auf die beiden Kollegen. Ja, du darfst auch gerne Zeuge des Raketenwerfereinsatzes sein. Ah! Oh Mann, sei doch nicht so dumm. Okay, du bist so dumm, weißt du was? Und halt nur du. Der andere, der kann sowieso nicht allzu viel. So. Was den Bonus angeht, hat sich das jetzt überhaupt gar nicht gelohnt, aber der turnt da immer noch oben rum, oder? Ja, er turnt da immer noch oben rum. Aber ist auch nicht so schlimm. Jetzt steht er wieder auf. Bums. Wiedersehen. Ey, der lebt ja noch. Wow, shit. Oh, oh. Okay, verlasse dich nie wieder darauf, dass er schon tot ist. Arschloch! Verlass dich nie wieder darauf, dass er bereits tot ist. Ich glaube, der braucht zwei Schüsse von dieser Magnum, oder? Ich könnte zwar schwören, er hätte eben nur einen gebraucht, aber... Das war gerade ungeil. Das war gerade übelst ungeil. Oh, shit, und das ist noch ungeiler. Wow, gleich zwei. Hä? Oh, moin. Wo auch immer der jetzt herkam. Wunderbar. Damit wäre der auch hinnig. Und er gleich mit. Kraut will ich nicht haben. Ich will erst den Hilfespray haben. Du schießt mal eine Runde. Ja, nicht auf mich. Sondern irgendwo hin. Dumm. Ach, was. Ich guck mir erstmal den Bonus. Gut, drei Raketenwerfertypen sind kaputt. Bedeutet, drei kommen noch. Raketenwerfertypen? Kettensägentypen. Wie komme ich auf Raketenwerfertypen? Will ich nicht haben. Wir sind hier nicht. Ihr seid auch zu dämlich, oder? Ihr tötet euch bereits, bevor ich den Bonus überhaupt an mich genommen habe. Dumme Gegner. Ganz, ganz doofe, dumme Gegner. Huhn! Huhn! Huhn, du Suppeneinlage! Bums. Dance! Da hört die nächste. Oh, scheiße! Läufst du wohl weiter? Die weg mit dir! Die nächste Kettensägentype. Wunderbar. Wo wir gerade bei Raketenwerfer sind, da oben ist noch einer. Ein höher, ne? Ja, da ist noch die Zeit. Da ist die Zeit. Und hier ist der Raketenwerfer. Den nehme ich gerne wieder mit. Und warte, ich wollte da eigentlich... Ich wollte runterspringen. Ja, hier genau wollte ich hier hin. Das ist super. Ach, da ist der nächste. Das ist aber nur der, oder? Platz nicht. So doof. Wunderbar, jetzt müssen eigentlich wieder beide kommen und danach hat sich die Sache auch schon wieder erledigt, glaube ich. Dauert jetzt nochmal Zeit. Da ist ein bisschen Vokumule. Ich glaube, ich habe bisher noch gar nicht so viel Vokumule getötet. Ich habe noch 3 Minuten. Und ich glaube mittlerweile auch jede Zeit mitgenommen. Ups. Ja, natürlich. Tote Körper, die mich schlagen. Es gibt ja nicht... Hallo! Es gibt ja nichts Schöneres. Oh! Kann ich hier mal einen Gegner haben, der nicht durch Headshot stirbt? Zum Beispiel dich! Goldenes Ei. Jesus, du. Handgranate. Will ich nicht. Hier, auf das Handgranate. Bums. Ah, jetzt kommen sie wieder beide. Dance, Alter! Eigentlich ist das viel zu brutal. Das spielt das ab 16, oder? Kann sowas Brutales ab 16 sein? Kann mir das jemand sagen? Kannst du mir das sagen? Das ist doch der Blaue. Raketenwerfer! Hey, Moment, hier sind noch beide, oder? Wo ist der andere?
Okay, er tut diesmal nicht oben rum. Er ist noch da. Okay. 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 Oh yeah. Danke, 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 danke. Das macht doch Bumm. Diesmal sollte ich vorsichtiger sein, was dieses Missvieh angeht. Er überlebt zwei Schüsse. Oder nee, er überlebt einen Schuss und wie ist er gerade gestorben. Und danach ist er erst tot. Soll bedeuten, ein Schuss. Ach, jetzt nur ein Schuss. Okay. Und ich habe von daneben geschossen, keine Ahnung. Aber beim letzten Mal hat er einen Schuss mehr über. Oh oh. Okay, so wird man die Gegner auch los. Ja, nichts ist schöner als Rokobule mit Dynamit. Also, ganz im Ernst. Da brauchst du keine Kamikaze-Flieger mehr, wenn du Rokobule mit Dynamit hast. So. Aber zurzeit haben wir gerade ziemlich viel Rokobule. Das finde ich sehr schön. Denn ich bin es mittlerweile gewohnt, dass auf dieser Karte kaum Rokobule rumrennt. Das will ich nicht haben, oder? Nö. Ich finde sowieso relativ wenig Granaten. Das ist doch mit Sicherheit nicht gesund. Aber wo springt ihr hier alle rum? Seid ihr blöd oder so? Da war ich doch auch schon. Hallo? Ja, ja. Alles gut. Ah, Moment, stimmt. Die Zeit habe ich noch gar nicht mitgenommen. Das fällt mir jetzt ein. Oh, gleich explodiert hier wieder irgendwas. Ich spüre es schon. Bums. Das Bonus, aber ich habe hier gerade kaum Gegner, beziehungsweise ich habe gerade eine Kombo, die sich lohnen könnte. Hat er gerade noch was geworfen? Ja, hat er. Brandgranaten, die sind so ein bisschen unlustig, unwichtig, unnütz. Auf die Schnauze. Oh, der drei Dödlinge dreimal nacheinander. Aufstand der Dödlingen hieß hier, oder was? Ja, er hat auch noch Dynamit. Dem Dödling Dynamit zu geben. Ich glaube, das ist allgemein das Beste, was man überhaupt machen kann. Domsch. Oh. Ungeil. Stompet. Aber Chris Stars muss ich ganz ehrlich sagen, weil er auch eine Magnum hat. Oder Moment mal, ich habe doch, ich habe doch, ich habe doch. Genau, das habe ich doch. Vielleicht auch, weil er eine Magnum hat. Ich finde ihn sehr sympathisch, also im Sinne von, ich spiele ziemlich gerne mit ihm. Ich denke mal echt, es ist an seiner Magnum. Das ist ja auch das Tolle an den Wesker's. Das wollte ich eigentlich nicht mitnehmen, aber nun ist wahrscheinlich auch egal. Weg damit.